Das Ludwig-Jahn-Stadion in Ludwigsburg. Mit einem Fassungsvermögen von 18.000 Zuschauern versprüht es einen Hauch von Profifußball. Doch die Realität bei 07 Ludwigsburg heißt Landesliga Württemberg Staffel 1. Doch das soll sich über kurz oder lang ändern. Mit Patrick Nonnenmacher, der schon beim KSC in Koblenz und Hertha BSC 2 gespielt hat, und Michael Schick, der für unter anderem 1860 und den FC Augsburg aktiv war, haben die 07er schon Qualität, die jetzt noch vom neuen spielenden Trainerteam unterstützt werden soll. Marcel Iwanusa als spielender Chef und Fabian Gerster als spielender Co-Trainer, der doppelte Doppelpass der beiden Ex-Profis. Ja, wir haben ja jahrelang bei den Kickers gespielt und sind da ganz gut auch persönlich auf der persönlichen Ebene klargekommen. Und dann hatte ich einfach Lust, dann mit ihm zusammen auch den ersten Weg jetzt als Trainer dann auch zu begleiten. Marcel Iwanusa hat schon während seiner Zeit bei den Kickers und beim Oberligisten Freiberg als Co-Trainer der Nachwuchsteams Erfahrung gesammelt. Jetzt will er zusammen mit Fabian Gerster die blutjungen 07er nach vorne bringen. Für mich war es einfach der nächste logische Schritt, einmal selbst in der Verantwortung zu stehen und die eigenen Erfahrungen zu sammeln. Ja, und ich sehe es halt hier in Ludwigsburg als eine riesengroße Chance, eine große Herausforderung, und der Verein hat viel Potenzial. Und ich glaube, das könnte der erste Schritt werden, um die richtigen Erfahrungen zu sammeln, die mir dann in der Zukunft auch weiterhelfen werden. Die Mischung aus erfahrenen Ex-Profis und unerfahrenen Neulingen muss jetzt nur noch fruchten. Die ersten Testspiele waren vielversprechend, auch wenn sich der neue Spielertrainer Iwanusa gleich mal verletzt hat. Jetzt gilt es, die Abstimmung des Trainerteams zu verfeinern. In der Theorie sieht es so aus, dass wir hoffentlich beide gesund auf dem Platz stehen können, dass wir dann ganz eng mit unserem Trainerteam zusammenarbeiten, dass sie dann da quasi von der Bank aus die Verantwortung tragen und für die Ordnung sorgen. Ja, und wir dann auf dem Platz sind und die Fäden ziehen können. Wie genau das dann aussehen wird, das werden wir sehen. Müssen wir auch noch erstmal unsere Erfahrungen sammeln. Am Samstag haben wir ja unser erstes Turnier gehabt. Da hat schon mal ganz gut funktioniert. Ja, und ich bin guter Dinge. Ich bin optimistisch und ich glaube auch, dass es funktionieren wird. Iwanusa und Gerster, zwei, die wissen, wie hartes Profitraining aussieht. Zwei, die bei 07 Ludwigsburg nach turbulenten Jahren Ruhe reinbringen möchten. Zwei Ex-Profis, die in der Landesliga eine neue Herausforderung gefunden haben.